Neues Mietengesetz. Das ändert sich jetzt für Mieter und Vermieter. Doch bisher hat das kaum jemand mitbekommen, obwohl laut Schätzung rund 20 Millionen Haushalte direkt davon betroffen sind. In vielen Fällen heißt das für Mieter, dass sie in Zukunft weniger zahlen werden. Gleichzeitig gibt es aber auch Nachteile für Vermieter von Immobilien. Es geht also wirklich alle an. Was sich nun genau ändert und wie groß die Entlastung für dich werden könnte, das erfährst du in diesem Video. Herzlich willkommen auf unserem Kanal, mein Name ist Simon, ich bin der Finanznerd und heute geht es um ein neues Gesetz, welches den für die meisten Menschen größten Ausgabenblock im Monat jetzt verändern wird, nämlich die Miete. Und das Tolle ist, nach dem Video kannst du deine Entlastung auch ganz konkret selbst berechnen. Und wenn du regelmäßig aktuelle Neuigkeiten, aber auch Finanztipps und Videos rund ums Thema Geld sehen möchtest, dann abonniere doch jetzt gleich unseren Kanal und werde Teil der immer größer werdenden Finanznerd-Community. Wir freuen uns auf dich. Auch wenn das Gesetz, wie erwähnt, so viele Millionen Menschen hierzulande betrifft, können wohl nur die wenigsten, zumindest Stand jetzt, etwas mit dem Begriff Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz anfangen. Dabei kann genau diese doch typisch deutsch wirkende Wortkreation dir bares Geld bringen. Im Kern geht es dabei um die sogenannte CO2-Abgabe, welche erstmals 2021 eingeführt wurde und den Ausstoß von CO2 teurer macht. Im Jahr 2021 kostete eine Tonne noch 25 Euro, jetzt 2023 sind es 30 Euro pro Tonne Ausstoß und in den nächsten Jahren 2024 und 2025 wird sie schrittweise um 5 Euro angehoben, bis der Preis ab 2026 dann frei am Markt gebildet wird und zwischen 55 bis 60 Euro pro Tonne liegen wird, also knapp doppelt so hoch wie jetzt. Umso wichtiger ist also die Frage, wer trägt diese Kosten zukünftig bei Immobilien? Denn klar, auch diese verursachen durch Heizen ebenfalls CO2. Bisher war die Antwort recht klar. Der Mieter muss zahlen und das zu 100%. Dabei haben die Mieter ja in der Regel kaum Möglichkeiten, die Energieeffizienz des Gebäudes zu beeinflussen. Seien es neue Fenster, eine bessere Dämmung, moderne Heizung, ein neues Dach oder ähnliches. Alles Dinge, die nur der Eigentümer entscheiden kann. Das neue Gesetz soll laut der Politik aber genau den Druck auf die Eigentümer erhöhen, die Gebäude effizienter zu machen. Und das durch eine Beteiligung an den Kosten der CO2-Abgabe. Je mehr Energie ein Gebäude aktuell verbraucht, desto mehr muss jetzt der Vermieter von diesen CO2-Kosten selbst zahlen. Damit möchte man zum einen die Mieter entlasten und zum anderen, wie erwähnt, den Druck auf die Vermieter erhöhen, ihre Gebäude energieeffizienter zu sanieren. Die folgende Grafik verdeutlicht mal die neue Aufteilung. Links siehst du den prozentualen Wert der Aufteilung und unten die Staffelung der Energiewerte des betroffenen Gebäudes. Diese werden immer in Kilogramm CO2 pro Quadratmeter berechnet. Die niedrigste Stufe an Verbrauch ganz links beträgt somit zum Beispiel 12 Kilogramm pro Quadratmeter, was einem sogenannten Energiehaus 55 entspricht. Wer in einem solchen Gebäude wohnt, der verbraucht dementsprechend viel weniger Energie beim Heizen. Seit einigen Jahren muss ja bei Neuvermietung oder auch Immobilienverkäufen der sogenannte Energieausweis erstellt und übergeben werden, indem genau dieser Wert des durchschnittlichen Verbrauchs aufgeführt wird. Vielleicht liegt dir deiner auch vor oder du kannst ihn bei deiner Hausverwaltung anfordern. Dann weißt du, zu welcher Stufe du gehörst. Je weiter man also nach rechts geht und je höher der Verbrauch pro Quadratmeter ist, umso weniger muss zukünftig der Mieter zahlen. Hier im Balken als rote Fläche markiert. Und umso mehr muss wiederum der Vermieter, hier als blaue Balken dargestellt, übernehmen. In der schlechtesten Stufe, ab 52 Kilogramm pro Quadratmeter Ausstoß, sind es dann bis zu 95% für den Vermieter zukünftig. So viel mal zur Theorie. Doch wie wirkt sich dies in der Praxis konkret aus? Das kann man seit kurzer Zeit nämlich anhand eines offiziellen und kostenlosen Online-Rechners mit wenigen Angaben für seinen Fall herausfinden. Diesen findest du beispielsweise, wenn du im Internet nach CO2-Rechentool BMWK suchst. Dort folgen dann 5 einfache Schritte und im 6. Schritt gibt es bereits das Ergebnis. Wir gehen das mal gemeinsam kurz durch. Im 1. Schritt kann man den gewünschten Abrechnungszeitraum eingeben. Also beispielsweise den aktuellen, wir nehmen mal 01.01.2023 bis 31.12.2023. Darunter noch die ergänzende Frage, ob die Kosten zum Beispiel für eine Wohnung, die nicht zentral beheizt ist, errechnet werden sollen, wie unter anderem bei Etagenheizung. Wir gehen aber auf Weiter und klicken das nicht an. Im 2. Schritt prüft der Rechner, ob es eventuell Hinderungsgründe gibt, die gegen eine energetische Verbesserung des Gebäudes sprechen würden, wie beispielsweise Denkmalschutz oder auch kommunale Satzungen, die bestimmte Dinge vorschreiben, oder aber keine rechtlichen Beschränkungen vorliegen, wofür wir uns entscheiden. Nun noch die Art der Heizform bzw. die Energiequelle auswählen. In unserem Beispiel nehmen wir Erdgas und wieder unten auf Weiter. Jetzt ist es wichtig, seinen Verbrauch zu kennen, den man ja zum Beispiel in seiner letzten Abrechnung finden kann.
Wir nehmen als Beispiel 25.000 Kilowattstunden Gas. Der Rest befüllt sich von selbst, also wieder auf weiter. Und abschließend dann noch die Wohnfläche und fertig. Denn nun folgt bereits das individuelle Ergebnis. Einmal oben mit der Einstufung, in welche Gruppe man fällt in Sachen Energieeffizienz und darunter, noch viel interessanter, der Anteil, den der Vermieter in unserem fiktiven Beispielfall zukünftig übernehmen muss im Jahr. Und Geld haben wir wohl alle nicht zu verschenken, oder? Und ja, ich höre dann immer wieder mal Leute, wenn ich das Thema anspreche, die sagen, tja, dann erhöht der Vermieter einfach die Miete und holt sich das so rum wieder rein. Und ja, das mag in manchen Fällen sogar möglich sein, aber in ganz vielen Fällen eben auch nicht. Denn überall dort, wo der Wohnungsmarkt ohnehin angespannt ist oder vielleicht sogar eine Mietpreisbremse gilt, kann eben nicht einfach die Miete erhöht werden. Und das betrifft nicht nur die bekannten teuren Großstädte, sondern selbst viele Kommunen mittlerweile. Also, prüfe unbedingt deine Werte und schaue in der nächsten Betriebskostenabrechnung nach, ob dein Vermieter dir nur einen Teil der CO2-Abgabe in Rechnung gestellt hat. Beziehungsweise, wenn der Versorgervertrag für das Heizen sogar über dich läuft, beispielsweise bei einem Gasanbieter, dann musst du tatsächlich aktiv werden und die Werte selbst berechnen und deinen Vermieter aktiv dazu auffordern, dass er oder sie die Kosten künftig anteilig übernimmt. Wer das nicht weiß, der verschenkt ebenfalls bares Geld. Ein absolut wichtiges neues Gesetz, also teile das Video unbedingt, denn davon sollte auch dein Umfeld unbedingt erfahren. Damit kannst du deinen Lieben wirklich Geld sparen. Und ich würde mich freuen, wenn du dem Video außerdem einen Daumen nach oben gibst, gerne einen Kommentar da lässt und unseren Kanal abonnierst für regelmäßig mehr solcher hilfreichen Videos. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Dein Finanznerd Simon.